Herzlich willkommen zur 91. Folge der fünften Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi. Das hier ist unsere Rabin. Session Start, es ist eine Quest reingekommen. Hilflosen Seelen brauchen Strom. Das sind aber nicht die hilflosen Seelen, das sind die Lokalhelden. Na gut, aber auch denen können wir Strom liefern. Wir haben einen Generator, einen überzähligen. Es ist aber auch gerade die Trainingsvideos sind ausgelaufen. Können hier eh mal checken, ob noch alles funktioniert und dann durchgucken, wie gehabt. Hier können wir spezialisieren. Brianna, meine geliebte Verstohlenheit. Und hier Schwertkampf. So. Hier haben wir leider Schlagen genommen. Ach, bevor ich das vergesse, sollten wir dann besser vielleicht die Waffe wechseln. Denn du hast ja noch ein Nudelmesser, ne? Dann kriegst du jetzt den ebenfalls von mir sehr hochgeschätzten Montierhebel. Haben dann ein Nudelmesser übrig. Machen wir auch gleich mal kaputt. Na, das Inventar ist richtig gut gefüllt. Zwei Macheten hier brauchen wir auch nicht. Aber wir haben andere Dinge zu tun. Wir waren dabei, jetzt gerade zu gucken. Raven kann Schießen spezialisieren. Scharfschießen. Nee, ist nicht gut bei Bolzen. Und ja, ich operiere halt gerne mit den Armbrüsten. Haben wir jetzt bei jedem überall eine Spezialisierung? Ja, das heißt, wir müssen einfach nur noch laufen lassen. Dann in der Basis. Wie sieht es überhaupt aus? Wir machen Lebensmittel. Das heißt, wir sollten die auch mal verwerten. In Benzin umwandeln. Und damit wir da nicht am Cap sind, werden wir im Lager auch gerade mal einen Benzinkanister herstellen, dass das alles hinhaut. So, dann den Generator brauchen Sie. Können wir noch irgendwas verkloppen? Wenn wir da jetzt hochfahren. Hier, Lexikon Band 17 haben wir doppelt. Billige Zigaretten. Irgendwas, was wir hier nicht brauchen. Nö, sieht okay aus soweit. So, wenn wir jetzt da hochfahren, machen wir auf dem Rückweg vielleicht das. Ja, ein paar Brandmittel können nicht schaden. This will slow me down. Ja, jetzt jammer nicht rum. That barrel's head looks armored. Muss jemand auf die Krankenstation? Ja, Jacqueline, die war ja zuletzt unterwegs, ist zwar nur eine Session, aber ich weiß, dass sie unterwegs war, weil ich gerade auf sie gelockt habe. Ja, dann helft euch erstmal selber, ich fahre jetzt da hoch. A, man kann nicht jedem helfen. Und B, unsere Community ist auch voll. Wir sind jetzt mit 8 Personen unterwegs. Vielleicht nochmal ganz kurz. Keinerlei Verluste in dieser Basis, in dem Setting hier. Ich glaube, wir könnten sogar die Farm noch einen aufwerten, sodass wir mehr Lebensmittel produzieren. Und gegebenenfalls einen Lebensmittelaußenposten tauschen könnten. Oh, das sieht aber sehr voll aus. Aber an dem Blautern muss ich vorbei. Mehr Lebensmittel produzieren, um Lebensmittelaußenposten aufzugeben und den durch einen medizinischen Außenposten zu ersetzen.
denn diese Community ist ja in der glücklichen Situation, einen Verbündeten zu besitzen, der zwei Medikamente stellt. Und das ist halt nicht für alle Leute so gegeben, aber das könnte man dann auch machen. Das heißt, das Setting unserer Basis, so wie die Basis im Moment ausgebaut ist, ist wirklich so. Da lag irgendwas, hätte auch ein Bloater sein können, war es aber nicht. Tatsächlich so, dass wir hinsichtlich aller Ressourcen wirklich autark sind. Und das ist ja doch schon etwas, was man auch gerne haben möchte. Schnell rein. Leute, da kommt was. So, Franzina. Bitte sehr. Don't stress it. Take care. Ist doch noch einer. Na komm her hier. Dann kann ich mit euch nämlich auch handeln, denn ich habe ja noch andere tolle Dinge, die ihr haben möchtet. Sprit nehme ich. Reparaturkits brauchen wir, glaube ich, aktuell nicht. Würde ich kurz mal in den Kofferraum gucken und auf Lads Zustand. Ja, nehme ich doch die zwei. Das ist ein Verbündetenpreis, okay. Also von daher. Ja, damit. Die 22er Munition nehme ich, die 9mm Munition. Und dann ist aber auch gut. Reparieren wir Vlad gleich nochmal einmal. Das können wir hier reinschmeißen. Dich hätte ich gerne in dem Slot. Die Kugeln schmeißen wir für den Moment auch erstmal da rein. Nächster Halt wären dann die Verbündeten. Mal schauen, was die so im Angebot haben. Können wir auch checken, wenn wir bei den Verbündeten sind. Hallöchen, Leute. Hawkeye. Nochmal Sprit. Materialien. Packsack. Maybe we should look around a bit. See what we can find. So, dann betanken wir Vlad jetzt. Die Mickey Wilkerson Quest machen wir auch. Du komm mal hierher. Brauchen wir Treibstoff? Nee, wir stellen gerade Treibstoff her. Also ist okay hier.
Das heißt, im Industriegebiet hinten der Schuppen für Gartenbedarf. Da müssen wir hin, Infektionsherd wegmachen. Dafür haben wir ja die Benzinbomben dabei. Ups. Hier waren wir auch noch nicht oben, ne? Geh mal in die Hocke, Mädchen. Is that it? Na ja, ein paar Ersatzteile. Fenster? Er ist hängen geblieben, aber naja, warten wir mal ein Splat ab. Ein Screamer noch. Das würde bedeuten, wir müssen nicht so worried about infestations for a bit. I gotta rest a sec. Nee, du musst hier weg. Das ist viel wichtiger. So, jetzt auf die Karte gucken. Mysteriöse Übertragung. Gucken wir uns die jetzt an. Wie sieht's bei dir persönlich aus? Du brauchst auch noch Ansehen. Und ich hatte gesagt, würde mir Trainingsstand angucken, aber es ist eigentlich auch egal, denn sie hatten ja alle zumindest ihre goldenen oder gelben, je nachdem wie man das nennen mag, Fähigkeiten. Von daher können sie weiter Videos gucken. Wieder. Von wem kam denn die Funkanfrage? Ich habe gerade überlegt, ob das Kannibalen sein könnten. Felix. Ach, das ist nur. Da sollen wir hin. Die Tressi Huerta Quest mag ich nicht nachts machen. Der Datensammlung, obwohl das ist eigentlich egal. Aber wir machen jetzt erstmal die hier.
Sick Daddy Autowerk. Ups, ist er. So, Sanchez, komm her. Oh, da ist noch einer. So, gib mir den Duftblock, das ist es doch, ne? Hey, come over for a sec. That was nothing. Right? Ja, komm weg hier. Das nämlich auch erledigt. Wir können eben mal ein paar Sachen hier am Außenposten abwerfen. Das. Hier einen Verband reindrücken. Und dann bringen wir Sanchez zurück zu Felix. You are a lifesaver. Und mehr Duftblock her damit. So. Wilkerson Quest, die kann man auch nachts machen. Wir könnten uns auch mal um die Infektionsherde wieder kümmern. Es sind aber nur die vier. Nur, sag ich. Aber es ist eine gute Nachtbeschäftigung auf jeden Fall. Obwohl, es wird langsam heller, ne? Hier ist ein bisschen mehr geworden jetzt. Was abbekommen. Dann bist du raus. Du hattest bislang die M4. Haben wir vielleicht inzwischen eine bessere? Ach, nimm die weiter. Da kann ich mir irgendwann einen Kopf drüber machen. Wer braucht denn... Brianna könnten wir voll... Oh, meine Stimme gerade. Jacqueline ist noch nicht einsatzfähig. Ron war vorher, dann nehmen wir jetzt Brianna und ich nehme vor allen Dingen mal einen Schluck Kaffee gerade. Ausrüstung. Es waren 4 Infektionsherde.
Thanks for coming over. I could really use your help. I want to recover a sample from one of the ruined plague walls. Can you watch my back? I've been Claro, Tressy. And I've got a theory I have to test. When the last active wall downtown was destroyed, something happened to every wall in the valley. Whatever that effect was, ich glaube, die will zum will dahin. Okay. Now the walls around here are organically inert. Nothing going on at all. But it stands to reason that walls further away might have been affected differently. I want to gather some samples from a ruined wall out in the farmland to see if my theory is correct. Ja, die will zu dem Flughäu- If I'm right, this sample could let me better understand the biology of these plague walls. Genau, abgestürztes Flugzeug, aber wir fahren dahin. Kümmern uns jetzt erstmal um die Infektionsherde hier. Und zwar genau hier an sich. Kann ich euch zum Rauskommen bewegen? Vielleicht doch mal einen Parkplatz suchen. Nee, das war nichts. Gucken wir doch mal vorsichtig zusammen mit Tressi hier rein. Rechts stehen sie irgendwo. Das ist aber erstmal nur einer. Wo ist denn der andere? Na komm, wir haben genug Bullies. Ne, das sind die, sind's beide. Na gut. Drei Container. Wir auch schnell rein. Ah nee, das ist ja Brianna und nicht Jacqueline. Die darf ja noch gar nicht schnell looten. Und ich glaube, ich habe die falsche Waffe, ne? Ja, du müsstest eigentlich ein Schwert jetzt benutzen. Na jo. Anschmeißen. Nur über die Infektionsherde kriegt man sukzessive auch langsam die ganze Karte gelootet. Bist du jetzt eigentlich Heldin? Ja, freundliche Erinnerung plus 1 Arbeitskraft. Apropos plus 1 Arbeitskraft. Wo muss man hin? Okay, vorne an der Ecke da. Lauter. Ich stelle mich mal einfach so hin. Denn das müsste die Kopfgeldquest erledigen. Und dann schauen wir hier mal. Da
Da ist schon irgendwas. War ein bisschen kurz. Der müsste hinter der Tür irgendwo sein. Von hier dürfte nichts kommen. Dann lassen wir sich erstmal sammeln. Man muss ihnen ja auch eine Chance geben. Da ist der Screamer. Das war jetzt bis auf drei. Waren das alle? Local infestations are officially back under control. So. Nächste. Oben. Da ist gerade irgendwas explodiert. Dann fahren wir erstmal zu dem Schuppen. Den könnte man eh wahrscheinlich gut erledigen mit einem einzelnen Molly bzw. Benzinbombe. Nur nicht zu nah ranfahren. Räumen. Und dann muss ich noch einen Winkel bekommen. Der ist nicht durchs Fenster geflogen, aber mit ein bisschen Brett vielleicht. Ja, aber jetzt kommt der Rest da zusammen. Aber wir haben Tressi. Und ihr nicht. Komm mal weg da, Tressi. Lass dich mal beißen, Tressi. Das war der. Und dann hier. Weil was können. Already looted. Jerks could have left something. So, ich würde mal tippen, dass du auch einer bist. Nee, bist du nicht. Dackelbande, Tressi. Wir haben eine Dackelbande, ganz offiziell. Und eine kaputte Tür haben wir jetzt auch. Der macht unsere Türen aber gerade gut kaputt hier. Der ist aber auch weg jetzt. Kommt jetzt aber auch ein bisschen was zusammen gerade. So rein von der Akustik her zumindest. So
ist auf jeden Fall erstmal ein Bolzen. So, das war einer. Jetzt haben wir noch einen. Du da vielleicht? Einer von euch beiden ist es bestimmt. Boah, das ist natürlich ätzend. Einfach zuschlagen, hält Tressi. Dann schreit der auch nicht. So, was haben wir denn hier noch mit dem Messer? Na, dann nehmen wir doch das mit. So, der Infektionsherd ist aber weg. Genug Sprit ist noch drin. Ja, und dann, liebe Leute, geht's hier aber erst beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, die heutige Folge hat gefallen und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal. Euer Palzi.